Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Deutschen Hygienemuseum, heute ganz konkret aus unserem Themenraum Leben und Sterben in unserer Dauerausstellung zu unserer heutigen Abendveranstaltung Corona und Triage, wer wird behandelt und wer nicht. Die Veranstaltung ist die letzte Veranstaltung einer dreiteiligen Reihe, die wir in Kooperation mit dem Institut für Philosophie der TU Dresden durchführen. Von Verschwörungstheorien bis zur Corona-Triage setzt sich diese Reihe mit aktuellen Themen als philosophischen Herausforderungen auseinander. Maßgeblich gestaltet wurde die Reihe seitens des Instituts für Philosophie von Professor Markus Tiedemann, und für die gute Zusammenarbeit möchte ich mich bei ihm ganz herzlich bedanken. Er wird die heutige Abendveranstaltung auch moderieren. Ich erwähnte ja schon, dass wir uns im Themenraum Leben und Sterben unserer Dauerausstellung befinden. Und hier stellen wir unseren Besucherinnen und Besuchern auch ethische Fragen, die angesichts heutiger medizinischer Möglichkeiten vom Beginn des Lebens bis zu unserem Tod aufkommen. Beginnend beim Thema Pränataldiagnostik bis zu der Frage, wann lebenserhaltende Maßnahmen eingestellt werden dürfen. Hinter mir sehen Sie eines der Leitobjekte dieses Themenraums, das erste Gerät der Intensivmedizin, eine eiserne Lunge. Und wie der Name schon sagt, handelt es sich bei der eisernen Lunge um das erste intensivmedizinische Beatmungsgerät, das seit den 30er Jahren bis tatsächlich in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts eingesetzt wurde, um vor allem Menschen, die an Kinderlähmung erkrankt waren, die Beatmung und nicht selbstständig atmen konnten, das Atmen zu erleichtern und damit überhaupt ihr Überleben zu ermöglichen. Mitunter mussten Menschen Jahrzehnte in so einer Röhre liegen, Tag und Nacht, weil sie ohne Hilfe überhaupt gar nicht mehr atmen konnten. Die Beatmungsgeräte, um die es in der heutigen Abendveranstaltung unter anderem gehen wird, sehen so natürlich nicht mehr aus. Es sind heute mobile Hightech-Geräte, aber auch sie retten Leben. Während der Corona-Pandemie kam es, das haben Sie alle gelesen und gehört, in den Krankenhäusern in Deutschland und auch in anderen Ländern Europas zu Situationen, in denen diese Beatmungsgeräte knapp wurden und Ärztinnen und Ärzte vor der Entscheidung standen, welchen Patienten Sie diese Versorgung zukommen lassen können und wem nicht. Nach welchen ethischen Kriterien entscheiden Ärzte hier? Welchen rechtlichen Rahmen gilt es hier zu beachten? Darum soll es in der nun folgenden Diskussion gehen. Die drei Expertinnen des heutigen Abends, Frau Dr. Barbara Schubert, Herr Professor Merkel, Herrn Professor Birnbacher, stellt Ihnen der Moderator Markus Tiedemann gleich vor. Ich habe das Vergnügen, Markus Tiedemann noch kurz vorzustellen. Er ist Professor für Didaktik der Philosophie und Ethik an der TU Dresden. Zu seinen Forschungs- und Interessenschwerpunkten zählen neben der Philosophiedidaktik, der ethischen Orientierung in der Moderne und dem Philosophieren mit Kindern auch Forschungen zum Einfluss philosophischer Bildung auf Deradikalisierungsprozesse und normative Fragen der Migration. Er hat sich an zahlreichen öffentlichen Debatten beteiligt, unter anderem zur Religionskritik, zur Migrationspolitik und eben auch zur Medizinethik. Und ganz konkret zum Thema der Triage, zum Thema des heutigen Abends in der Frankfurter Rundschau einen Beitrag publiziert. Ich danke Herrn Tiedemann, dass er die Moderation des heutigen Abends übernimmt. Und bevor er jetzt tatsächlich die Zügel in die Hand nimmt, übergebe ich noch an meine Kollegin Christine Heinig, die Ihnen noch einige technische Hinweise gibt, wie Sie sich selbst heute in die Veranstaltung und in die Diskussion einbringen. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine erkenntnisreiche Debatte. Liebe Gäste, auch meinerseits ein herzliches Willkommen zu diesem Webinar. In meiner Rolle als Moderatorin Ihrer Fragen, Ihrer Kommentare möchte ich Ihnen vor Beginn der inhaltlichen Debatte noch einige technische Hinweise geben und Ihnen zeigen, wie Sie sich später in unsere Diskussion einbringen können. Wir befinden uns heute in einem Zoom-Webinar. Das heißt, Sie haben als Zuschauerinnen und Zuschauer lediglich beschränkte Funktionen und können sich nicht in Bild und Ton für uns sichtbar freischalten. Auf Ihrem Bildschirm sollten Sie aber dennoch einiges zu sehen bekommen. Das ist zunächst einmal in Bild und Ton die jeweils Sprechenden hier auf unserem virtuellen Podium. Außerdem finden Sie unten in der Mitte Ihres Bildschirmes eine Symbolleiste mit verschiedenen Funktionen. Die Funktion Handheben, die Funktion F und A oder auch Q und A in der englischen Version für Frage und Antwort und die Chat-Funktion. Letztere haben wir heute für Ihre Nutzung deaktiviert. Das heißt, Sie können nicht in den Chat schreiben. Wir werden den Chat aber nutzen, um im Verlaufe der Veranstaltungen einige
Kommentare, einige Hinweise an Sie zu schicken. Sollten Sie nicht alle diese Funktionen sehen, kann das daran liegen, dass Sie über den Browser bei Zoom eingewählt sind und nicht über die App, die zum Download angeboten wird. Für das Folgen der Veranstaltung sollte das dennoch kein Problem sein. Sie sollten uns also hören und sehen können. Es kann aber sein, dass Sie später an der Umfrage oder am Frage-Antwort-Prozess nicht teilnehmen können. Im ersten Teil der Veranstaltung werden Sie vor allem zuhören können und zuschauen können, unseren Expertinnen und Experten. Im zweiten Teil der Veranstaltung haben Sie wiederum verschiedene Möglichkeiten, sich auch aktiv in die Debatte einzubringen. Dazu eine kleine Anleitung. Zunächst werden Sie die Möglichkeit haben, an einer Umfrage teilzunehmen. Dafür erscheint ein Fenster auf Ihrem Bildschirm. Mit einem einfachen Klick können Sie an der Umfrage teilnehmen und Ihre Stimme abgeben. Außerdem können Sie heute Abend die Frage- und Antwortfunktion nutzen, also auf das Symbol F&A klicken und dort Ihre Frage schriftlich eingeben. Ich werde diese im Verlauf dieser heutigen Veranstaltung sammeln und werde sie später in einem dafür vorgesehenen Zeitfenster an das Podium zur Beantwortung weitergeben. Das heißt, Sie müssen ein bisschen Geduld haben. Sie können die Fragen schon dann stellen und aufschreiben, wenn sie Ihnen in den Sinn kommen. Aber die Beantwortung wird dann im zweiten Teil der Veranstaltung erfolgen. Ja, ich hoffe nun, dass Sie uns alle gut hören können, gut sehen können, dass Sie die F&A-Funktion, das F&A-Symbol gefunden haben und sich nun technisch gut gerüstet fühlen für diesen Abend, für diese Abendveranstaltung. Ja, dann würde ich an dieser Stelle das Wort übergeben an den Moderator des heutigen Abends, an Professor Markus Tiedemann. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Ilmer-Freund, liebe Frau Henning, auch ich möchte mich zunächst einmal herzlich bedanken für die Zusammenarbeit zwischen Deutschen Hygienemuseum und dem Institut für Philosophie, möchte aber jetzt so weitermachen, dass ich unsere drei Gäste vorstelle, die ich ebenfalls bitte, sich einzuschalten in Ton und Bild. Ich darf Ihnen vorstellen, Frau Dr. Schubert, herzlich willkommen an diesem Abend. Frau Schubert ist Ärztin in Dresden und zwar im St. Josef Stift. Hier ist sie insbesondere zuständig für Palliativmedizin, Onkologie und Geriatrie. Und Frau Schubert, während die meisten Bürger in Deutschland glücklich sind, mit der Corona-Pandemie oder abstrakte Nachricht, die sehr konkrete Erfahrung sah, zur Betreuung vor allen Dingen hochbetrachtet worden und Sie hatten in Spitzenpatienten mit dieser Erkrankung. Dafür Ihnen herzlichen Dank und herzlichen Dank, dass Sie heute da sind, um uns an Ihren wichtigen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Des Weiteren möchte ich gerne vorstellen Herrn Professor Dr. Dr. Dieter Birnbacher. Herr Birnbacher darf mit Fug und Recht als einen der wohl wirkungsmächtigsten und meistzitierten deutschen Philosophen bezeichnet werden. Zu seinen zahlreichen Forschungsschwerpunkten hat über Jahrzehnte immer die angewandte Ethik gehört und hier mit einem ganz klaren Schwerpunkt auf medizinethischen Fragen. Herr Birnbacher ist Mitglied der Leopoldina. Er war lange Zeit langjähriges Mitglied und zeitweise Vorsitzender der Ethikkommission der Bundesärztekammer und ist aktuell Vizepräsident der Gesellschaft für humanes Sterben. Sie sehen also die Verbindung in Forschung und in Engagement von Herrn Birnbacher. Ich möchte nur zwei von den zahlreichen Publikationen erwähnen. Alle zu erwähnen würde den Abend sprengen. Rausgesucht habe ich mir analytische Einführung in die Ethik, Dick Reuter 2003, mittlerweile ein Klassiker an vielen deutschen Seminaren, und Tod, ebenfalls Dick Reuter aus dem Jahre 2017. Herr Birnbach, es ist eine große Freude, Sie heute Abend bei uns zu wissen. Dann möchte ich Ihnen vorstellen Herrn Professor Merkel. Herr Merkel ist Rechtsphilosoph an der Universität
Hamburg gewesen, in seiner Zeit vorher unter anderem Redakteur in der Wochenzeitschrift Die Zeit. Herr Merkel, ebenfalls Mitglied der Leopoldina, hat auf Wunsch der Bundesregierung 2 Legislaturperioden im Deutschen Ethikrat gesessen und hier unter anderem an der Stellungnahme des Deutschen Ethikrats zur Triage mitgearbeitet, die er dann auch in Feuilleton-Diskussionen verteidigt hat. Und ich möchte wenigstens noch darüber hinaus 2 der zahlreichen Veröffentlichungen erwähnen. Zunächst einmal Willensfreiheit und rechtliche Schuld, eine strafrechtsphilosophische Untersuchung und diese aus dem Jahre 2008, ebenfalls ein Klassiker an vielen Seminaren. Und es sei erwähnt, stellvertretend für die vielen Feuilletonsartikel von Herrn Merkel, dass die berühmten Skip-Argumente der Embryonenschutzdebatte in Deutschland relativ oft auch als Spemann-Merkel-Debatte bezeichnet werden. Herr Merkel, wir freuen uns ebenfalls sehr, dass Sie hier sind. Der heutige Abend ist so geplant, dass Sie zunächst alle 3 die Gelegenheit für ein Eingangsstatement haben. Und da Herr Merkel so nett war, die Aufgabe mit zu übernehmen, einige begriffliche Klärungen einzuführen, bitte ich Sie, Herrn Merkel, als erstes das Wort zu ergreifen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank meinerseits. Ich hoffe, ich bin zu hören. Ich muss jetzt zunächst einmal den Bildschirm freigeben. Triage, rechtliche Grundlagen und Grenzen. 3 Grundformen. Herr Tiedemann hat es eben angedeutet, dass ich das knapp skizzieren will. 3 Grundformen der Triage sollte man auseinanderhalten. Und ich nenne die einer, die sich ein bisschen eingespielt hat, wiewohl sie vielleicht ein bisschen undeutlich ist. Aber es kommt nicht auf die Kennmarken an, sondern auf das, was sie überschreiben. Die Ex-ante-Triage ist die erste Form. Eine Situation, in der die Zahl der verfügbaren Beatmungsplätze kleiner ist als die Zahl der Patienten, die einen solchen Platz akut benötigen. Modellhaft: Für 5 gleichzeitig eingelieferte Patienten gibt es nur ein Beatmungsgerät. Die zweite Form ist die Ex-post-Triage. Eine Situation, in der sämtliche Beatmungsplätze einer Klinik belegt sind. Ich muss jetzt bitte nochmal um Vergebung. Ich habe diese Symbolleiste bei mir im Bild und fürchte, Sie haben die auch im Bild. Und das will ich natürlich eigentlich nicht. So. Und vielleicht doch noch einen Satz, warum ex post und ex ante. Das bezieht sich nicht auf die ganze Situation, in der ein Patient, eine Patientin auf einer Intensivstation ist, sondern auf die Entscheidung der Zuteilung eines lebensrettenden Gerätes. Ex ante, da ist das Gerät noch nicht verteilt. Ex post deswegen, weil es jedenfalls zum ersten Mal bereits einem Patienten zugewiesen worden ist. Im Modellbeispiel wird die beatmungsbedürftige 30-jährige Mutter eingeliefert. Zu retten wäre sie nur, wenn einer der bereits versorgten Patienten, ich habe das leider wieder im Bild hier, sagen wir, der 85-jährige Großvater G, mit tödlicher Folge extubiert, also vom Respirator abgehängt und der Respirator der M, der Mutter, zugeteilt würde. Und die dritte Form, die nenne ich mal präventive, eine Art Ex-ante-Strategie zur Verhinderung der sonst drohenden Ex-post-Triage. Phänotypisch liegt das also ungefähr zwischen der Ex-ante und der Ex-post-Triage in der Art, wie ich die eben skizziert habe. Im Modellfall: Dem soeben eingelieferten 85-Jährigen der Anschluss an das unbesetzte, jetzt habe ich das besser im Bild, an das unbesetzte und daher verfügbare Beatmungsgerät mit tödlicher Folge verweigert.
Denn die ärztlichen Entscheider können damit rechnen, dass der oder die nächste beatmungsbedürftige 30- oder 40-Jährige nicht lange, vielleicht nur Stunden, höchstens Tage auf sich warten lassen wird. Zur Ex-ante-Triage, die rechtliche Lage, will ich ganz knapp skizzieren. In einer solchen Situation kollidieren zwei oder mehr sogenannte positive Pflichten. Das sind Pflichten zur Hilfe, nicht Pflichten, etwas Böses zu unterlassen, sondern Pflichten, etwas sozusagen Gutes zu tun. Deswegen heißen sie positiv, hier zur lebensrettenden Beatmung. Ein Hakt leider. Die Ärzte oder Ärztinnen sind für diese Pflicht sogenannte Garanten. Garanten heißen sie, weil sie garantieren müssen, dass ein bestimmter vermeidbarer böser Effekt, und hier geht es um den Tod, von ihnen vermieden werden muss. Und das bedeutet, dass sie bei Strafe des Totschlags zur möglichen Rettung aller hilfebedürftigen Patienten verpflichtet sind. Aller fünf, die in meinem Modellfall eingeliefert worden sind. Eine Kollision dieser Pflichten entsteht ganz offensichtlich, weil die verfügbaren Ressourcen nicht für alle Patienten ausreichen. Gegenstand der ärztlichen Entscheidung ist also, für welche Patienten die Pflicht erfüllt wird, die Rettungspflicht, und für welche anderen nicht. Kurz, wer gerettet und wer zum Sterben bestimmt wird. Strafrechtlich reden wir von einer echten Pflichtenkollision. Und das ist ein sogenannter Rechtfertigungsgrund. Da mit einem Gerät nicht alle fünf beatmet werden können, kann die Rechtsordnung von den Ärzten nicht verlangen, ihre Pflicht, eigentlich bestehende Pflicht, alle fünf zu retten, zu erfüllen. Und deswegen sind sie vier gegenüber, die sie nicht retten können, wenn das Gerät an einen der fünf verteilt ist, gerechtfertigt für die Nichtrettung, also für das Sterben lassen. Gibt es normative, ethische oder rechtliche Kriterien für diese Auswahl, die die Ärzte dann zu treffen haben? Das geltende Recht enthält keine Vorschriften für diese Wahl. Das heißt, unter rechtlichen Gesichtspunkten können die Ärzte wählen, wen sie wollen und damit auch sterben lassen, wen sie wollen. Meine erste Frage, gibt es vielleicht moralische Kriterien für diese Auswahl? Und die zweite Frage, könnte oder sollte das Recht solche moralischen Kriterien den Ärzten dann verbindlich vorschreiben? Hier ist der Beispielsfall, der 80-jährige Großvater G wird gleichzeitig mit der 30-jährigen Mutter M von drei Kindern eingeliefert. Beide sind zur Lebensrettung dringend beatmungsbedürftig. Es gibt noch ein freies Beatmungsgerät. Wen sollten die Ärzte retten? Und sollten sie dazu gegebenenfalls rechtlich verpflichtet werden? Und hier haben Sie meine Antworten, die nicht unumstritten sind. Zur Moralfrage. Die Ärzte sollten bitte die Mutter M retten. Und die Frage deute ich immerhin an. Warum eigentlich genau? Man kann darüber streiten. Ich sage mal ganz apodiktisch, ohne weitere Argumente, weil der 80-jährige Großvater den wesentlichen Teil seines Lebens gelebt hat. Er hatte die Chance, ein erfülltes Leben zu leben. Die Mutter M mit 30 Jahren noch nicht. Die hätte sozusagen den großen Teil dieser Chance noch vor sich. Das ist ein gewisses moralisches Kriterium, um sie vorzuziehen. Zur Rechtsfrage. Die Ärzte sollten nicht, und ich behaupte, sie dürfen nicht einmal, rechtlich zu dieser Rettung der Mutter M verpflichtet werden. Und auch hier die Frage, warum eigentlich nicht? Und hier haben Sie die ganz knappe Antwort. Jeder Bürger hat ein gleiches Grundrecht auf Leben wie jeder andere. Daher darf das Recht nicht das Leben des oder der einen höher bewerten als das eines anderen. Und deshalb darf es auch keine unterschiedlichen Schutzpflichten für diese verschiedenen individuellen Leben statuieren.
die Rechtsordnung kann und darf das nicht anordnen. Sie würde Fundamente ihrer selbst, nämlich die Grundrechte und hier das gleiche Grundrecht auf Leben aller Bürger und Bürgerinnen antasten. Die Gegenthese, vertreten von namhaften Straf- und Medizinrechtlern, Philosophen und von medizinischen Fachgesellschaften. Das Recht, sagt diese Gegenthese, kann und sollte den Ärzten sehr wohl ein Entscheidungskriterium vorschreiben, nämlich und im Einklang mit den zuständigen intensivmedizinischen Vereinigungen das Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht, verstanden als die evident und signifikant bessere Überlebenschance. Hier ist die Begründung, die gegeben wird. In einer Situation tragischer Knappheit lebensrettender Ressourcen sollten diese möglichst effizient eingesetzt werden. Und das heißt möglichst lebensrettend, nämlich möglichst viel an menschlichem Leben rettend. Ist das überzeugend? Meine Antwort: Nein. Das Problem der Auswahl ist, und ganz knapp nachher können wir das kontrovers diskutieren, das Problem der Auswahl ist keines, das in der Perspektive der medizinischen Ethik zu entscheiden wäre. Es unterliegt nicht den ethischen Normen, die das Arzt-Patienten-Verhältnis betreffen. Vielmehr ist es eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Und über solche Fragen können rein medizinische Kriterien allein wie die klinische Erfolgsaussicht niemals entscheiden, wiewohl sie je nach Sachlage eines unter zahlreichen weiteren Gerechtigkeitskriterien sein können. Der zweite Blick zur Ex-Post-Triage. Etwas knapper. Hier fordern die Verfechter des Kriteriums der klinischen Erfolgsaussicht und wieder exemplarisch, dass eine bereits intubierte Patientin, sagen wir die 80-jährige G, mit tödlicher Wirkung vom Respirator abgehängt werde, sobald ein ebenfalls beatmungsbedürftiger Patient A, sagen wir ein 30-jähriger Leistungssportler, auf der Intensivstation eintrifft, für den kein freies Beatmungsgerät mehr verfügbar ist, sofern für A eine evident bessere klinische Erfolgsaussicht besteht als für G. Und das legt mein Beispiel ja unbedingt nahe. Diese Situation, sagen die Verfechter des Kriteriums klinische Erfolgsaussicht, sei rechtlich genauso zu behandeln wie die der Ex-ante-Triage. Der Entzug des Respirators sei kein Eingriff in die geschützte Rechtssphäre der G, sondern lediglich die Nichtgewährung, genauer die Nicht-Weitergewährung einer lebensrettenden Ressource. Das ist nicht richtig. Der Entzug des Beatmungsgeräts ist ein Tötungsakt. Daran ändert sich nichts, wenn man das tödliche Abschalten eines Beatmungsgeräts auf eigenen Wunsch des beatmeten Patienten als bloßes Unterlassen, nämlich der Weiterbehandlung, qualifiziert. Eine Rechtfertigung für diesen Tötungsakt zugunsten eines anderen wäre allenfalls nach den Prinzipien des rechtfertigenden Notstands denkbar. Und diese setzen voraus, dass das gerettete Rechtsgut, hier das Leben des neu eingelieferten A, des 30-Jährigen mit der besseren Erfolgsaussicht, das dafür geopfert wird, das dem der 85-jährigen Patientin E wesentlich überwiegt. Eine solche Differenzierung zwischen Lebenswerten verbietet die Verfassung. Daher kann der Tötungsakt zugunsten des später eingelieferten Patienten nicht legitimiert werden. Und die letzte Grundform der Triage, diese präventive Ex-ante-Strategie zur Verhinderung der sonst drohenden Ex-Post-Triage, das ist vielmals entschieden worden, nach Medienberichten, im letzten Jahr in Frankreich, in Spanien, in Italien. Diese Form würde, wie eben erwähnt, bei einer echten Überforderung der Intensivstationen wohl auch hierzulande als erste Option praktiziert werden. Man würde den letzten freien Respirator nicht mehr vergeben, wenn ein 80-Jähriger eingeliefert würde,
um auf den demnächst dann zu erwartenden 30-Jährigen eben damit zu warten und diesen zu retten. Auch diese Entscheidung ist rechtlich unzulässig. Dem soeben eingelieferten 85-Jährigen den Anschluss an das derzeit noch verfügbare Beatmungsgerät mit tödlicher Folge zu verweigern, weil man in Kürze mit dem nächsten beatmungsbedürftigen 30- oder 40-Jährigen rechnen kann, führt deshalb zur Strafbarkeit der Ärzte wegen Totschlags durch Unterlassen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, mein Titel ist Wert unter Krisenbedingungen. Gibt es eine gerechte Lösung? Ich spreche zu Ihnen als Ethik-Spezialist und nicht als Jurist und habe ganz kurz einige Züge der Ethik, in der sie sich vom Recht unterscheidet, hier aufgeführt. Die Ethik erhebt gewöhnlich einen Allgemeingültigkeitsanspruch. Rechtsnormen erheben den gewöhnlich nicht. Sie gelten nur für eine bestimmte Rechtsgemeinschaft. Die Ethik beansprucht Vorrang vor dem Recht. Das Recht muss sich ethisch rechtfertigen. Aber auf der anderen Seite sind ethische Bewertungen vielfach deutlich kontroverser als rechtliche. Mein Zugang zu der Frage nach den normativen, den ethischen Kriterien im Fall einer Ex-ante-Triage geht über Metakriterien, wie ich das nenne, also Kriterien, die für Kriterien gelten. Wie müssen Kriterien dieser Art beschaffen sein? Das erste ist Transparenz, das zweite ist Kontextadäquatheit. Transparenz heißt zunächst, dass die Kriterien allgemeingültig sein müssen. Sie müssen für alle Ärzte und für alle Patienten gleichermaßen gelten. Das widerspricht der Auffassung, dass der Arzt berechtigt sein sollte, eine Gewissensentscheidung in jedem einzelnen Fall zu treffen. Sie sollten auch offen zugänglich sein, nicht nur Patienten, auch Angehörige und jedermann sollte die Möglichkeit haben, zu wissen, nach welchen Kriterien im Bedarfsfalle eine Triage durchgeführt wird. Kontextadäquatheit heißt, wir befinden uns hier in einem medizinischen Kontext, in dem Ärzte, gewöhnlich Ärzte-Teams, darüber entscheiden, wer, wenn eine Knappheitssituation entsteht, wer behandelt wird und wer nicht. Die Entscheidung ist eine ärztliche Entscheidung. Aus der Transparenz folgt hinsichtlich der Kriterien, die dabei angelegt werden können. Sie sollten so weit wie möglich frei von subjektiven Meinungen sein. Damit sind ganz bestimmte Kriterien ausgeschlossen, die aber in Deutschland ohnehin nicht in Frage kommen, zum Beispiel moralisch-politische Verdienste, das, was in der angelsächsischen Welt Social Worth heißt. Wichtiger ist die Bedingung der Kontextadäquatheit, das heißt, die Kriterien müssen in den fachlichen Kompetenzbereich von Ärzten fallen. Und zweitens dürfen diese Kriterien den Kerngehalten des ärztlichen Ethos nicht widersprechen. Ärztliche Kompetenz, diese Bedingung, daraus lässt sich folgen, dass nur medizinische Merkmale entscheiden sollten. Damit sind meines Erachtens ausgeschlossen, aus Gründen der Unsicherheit der Einschätzung, zum Beispiel die Lebensqualität, die für einen Patienten für spätere Lebensphasen unabhängig von der anstehenden Behandlung zu erwarten ist. Auch die langfristige Lebenserwartung sollte keine Rolle spielen. Die ist weitgehend unabhängig von der akuten Situation. Auch die Auswirkungen von Überleben und Gesundheit auf Dritte, ein Kriterium, das vielfach in Umfragen angegeben wird, also zum Beispiel die Mutter von drei Kindern versus dem alleinstehenden Hochaltrigen, diese Auswirkungen sollten keine Rolle spielen dürfen. Zweitens, Übereinstimmung mit den Grundprinzipien des ärztlichen Ethos, wie sie im Genfer Ärztegelöbnis in Satz 5 niedergelegt sind, scheinen mir eine gute Basis für die Kriterien zu sein. Hier werden ganz bestimmte Kriterien wie Alter, Krankheit, Behinderung, Glaube, ethnische Herkunft und so weiter ausgeschlossen. Es werden nicht alle Kriterien genannt, die in der ärztlichen Ethik keine Rolle spielen dürfen. Ich habe hier einige von den
zweifellos akzeptierten, zum Teil auch verfassungsrechtlich abgesicherten Kriterien aufgeführt und die strittigen Kriterien als rot markiert. Geschlecht darf keine Rolle spielen, ethnische Herkunft, Religionszugehörigkeit, Zahlungsfähigkeit wird im Genfer Gelöbnis nicht erwähnt, darf sicher auch keine Rolle spielen. Strittig ist aber Alter und Vorerkrankung. Meines Erachtens dürfen diese beiden Faktoren keine Rolle spielen, weil es sich um ärztliche Entscheidungen handelt, die dem ärztlichen Ethos folgen sollten. Das überzeugendste Kriterium, das überzeugendste positive Kriterium im Sinne der Entscheidung zwischen Patienten, die vorgenannten Kriterien alle erfüllen, ist meines Erachtens die Erfolgsaussicht der Behandlung. Und ich übernehme hier die Begründung der Fachgesellschaften und der Akademie für Ethik in der Medizin, die heute de facto wesentlich akzeptiert werden von vielen Ärzten, nämlich die Verpflichtung, mit den begrenzten Ressourcen möglichst vielen Patienten eine nutzbringende Teilhabe an der medizinischen Versorgung unter Krisenbedingungen zu ermöglichen. Das ist meines Erachtens das überzeugendste Kriterium, das auch in vielen anderen Ländern, Italien zum Beispiel, Frankreich, England, in ähnlichen Situationen bereits angewendet worden ist. Die Konsequenz aus diesen Kriterien ist, dass bei knappen Behandlungsmöglichkeiten in bestimmten Fällen gar keine Intensivbehandlung aufgenommen wird, zum Beispiel wenn der Tod nach ärztlicher Einschätzung unmittelbar bevorsteht. Das sollte selbstverständlich sein. Niemand sollte unter Beatmung sterben müssen. Er sollte sich vor allen Dingen auch verabschieden können. Er sollte einen würdigen Tod sterben dürfen. Wenn der Patient nach ärztlicher Einschätzung keine Chancen hat, die Intensivbehandlung zu überleben, wenn der Patient nach ärztlicher Einschätzung keine Chance hat, ohne Intensivbehandlung überhaupt weiterzuleben, und das ist wieder eine strittige Einschätzung, der Patient nach ärztlicher Einschätzung keine Chance hat, die Intensivbehandlung länger als kurzzeitig, zum Beispiel 6 Monate, zu überleben. Also er die Behandlung zwar überlebt, aber eine Zusatzerkrankung hat, die ihm eine sehr kurze Lebensfrist zukommen lässt. Jetzt zur Ex-Post-Triage. Ich spreche lieber von Verlaufstriage. Es ist eine Triage, die im Verlauf der Behandlung getroffen werden muss, wenn sie getroffen wird. Es macht moralisch einen Unterschied, dass die Behandlung des einen, Behandlung von A, bereits aufgenommen ist, während die von B, dem neu hinzukommenden Patienten mit der höheren Erfolgsaussicht oder mit der signifikant höheren Erfolgsaussicht erst noch aufzunehmen wäre. Die Frage ist nur, was ist höher zu gewichten? Die Loyalität gegenüber dem Patienten und natürlich auch seinen Angehörigen, ihn nicht sterben zu lassen, wo er einmal eine Behandlungsbeziehung zu den Ärzten eingegangen ist, oder die Erfolgsaussicht. Meine Auffassung ist, dass bei signifikant höherer Erfolgsaussicht B anstelle von A behandelt werden sollte. Ich bin also hier einer anderen Auffassung als Herr Merkel, sie aus rechtlicher oder rechtsphilosophischer Sicht geäußert hat. Man sollte aber möglicherweise den Konflikt abmildern dadurch, dass die Behandlungsgarantie von vornherein begrenzt wird. Dass also nicht zugesichert wird, dass eine einmal aufgenommene Behandlung bis zur Genesung weitergeführt wird, sondern klarstellen, dass wenn die Knappheit sich verschärft und Patienten oder ein Patient mit signifikant besserer Erfolgsaussicht dazukommt, die Behandlung abgebrochen wird. Entscheidende Bedingung für die Legitimität eines solchen Abbruchs ist meines Erachtens, dass es sich bei dem Abstellen eines Beatmungsgeräts um ein Sterben lassen und insofern seinem Gesamtcharakter nach um ein Unterlassen und nicht um eine aktive und gezielte Tötung handelt.
Eine aktive und gezielte Tötung wäre unter denselben Bedingungen klar unvertretbar. Unterlassen heißt hier, es wird etwas abgebrochen, was aufgenommen worden ist und was für den Patienten allerdings eine tödliche Folge hat. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Dann möchte ich Sie alle auch nochmals herzlich begrüßen und in die spannende rechtliche und ethische Kontaktaufnahme mit dem Thema meine Versorgungsperspektive als Ärztin einbringen. Ich durfte in den letzten Monaten gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Berufen Covid-19-erkrankte Patienten betreuen. Zunächst mal bin ich sehr froh und dankbar, dass sich die medizinische Situation im Moment entspannt und dass wir nicht mehr so unter dem Erwartungsdruck stehen, immer höhere Kapazitäten zur Verfügung stellen zu müssen. In den letzten Monaten ist die öffentliche Wahrnehmung und auch die in den medizinischen Fachgesellschaften sehr fokussiert worden auf die Intensivtherapie, weil man in berechtigter Sorge begrenzte Ressourcen befürchtet hat. Ich möchte aber an der Stelle ausdrücklich sagen, dass die allermeisten betroffenen Menschen mit hohem Aufwand in der ambulanten Situation oder im stationären, nicht intensivmedizinischen Setting behandelt worden sind und behandelt werden mussten. Wir haben in den letzten Monaten sehr viel über diese Erkrankung gelernt. Wir haben am Anfang geglaubt, es handelt sich um eine Infektion der Lunge und wir müssen mehr und mehr erkennen, dass sich Covid-19 als eine Systemerkrankung darstellt und nicht nur eine Lungenentzündung ist. Herz und Nieren, Gehirn, Muskeln und Nerven, auch das Gerinnungssystem sind betroffen. Und die Fokussierung zuallererst auf die Beatmung greift insgesamt auch etwas kurz. Als wir am Beginn der Pandemie sehr schlechte Überlebensraten von China und den USA gemeldet bekommen haben, und zwar auch für die Patienten, die beatmet worden sind, mussten wir befürchten, dass Überforderungserscheinungen auch in der medizinischen Versorgung, beim medizinischen Personal eine Ursache dafür sind. Wir wissen inzwischen, dass etwa 10% der infizierten Menschen krankenhausbehandlungsbedürftig werden und 5% der Infizierten eine Atemunterstützung benötigen. Diese kann ganz vielfältig sein. Die kann die Sauerstoffgabe über eine Nasensonde beinhalten. Die kann eine intensivierte Sauerstoffversorgung, eine sogenannte High-Flow-Behandlung bedeuten. Sie kann eine nicht-invasive Beatmung oder eine invasive Beatmung, sprich durch einen Beatmungsschlauch, der in die Luftröhre eingegeben wird, erfolgen oder auch durch den kompletten Ersatz der Lunge durch eine sogenannte ECMO. Was wissen wir über die Wirksamkeit von Beatmungstherapie? Wir wissen, dass das Outcome von Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung der Lunge unter Beatmung in etwa so gut oder so schlecht ist wie bei anderen Formen des akuten Lungenversagens. Wir wissen, dass über alle Altersgruppen Patienten mit einem akuten Lungenversagen, dem sogenannten ARDS, in mehr als 50% trotz der Beatmung versterben. Wenn man sich die Covid-Sterblichkeiten aus dem DIVI-Register, also aus dem Register, das die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung der Intensiv- und Notfallmediziner erhoben hat und sich die Daten, die bis zum November 2020 gesammelt worden sind, anschaut, dann weiß man, dass die Sterblichkeit über alle Patienten bei Covid-19 bei 22% liegt. Und ich möchte, um Zahlen damit abzurunden, noch eine AOK-Studie von mehr als 10.000 Versicherten zitieren. Eingeschlossen waren AOK-Versicherte, die in 920 deutschen Krankenhäusern behandelt worden sind. Und dort hat man gesehen, dass die Sterblichkeit über alle bei 22% liegt. Patienten ohne Beatmung bei 16%, Patienten mit Beatmung, Beatmungsbedarf, muss man sagen, bei 53%.
Wir wissen, dass die Sterblichkeit eine hohe Altersabhängigkeit hat. Beatmungspatienten, die älter als 80 Jahre alt sind, haben eine Sterbewahrscheinlichkeit von 72%. Wir wissen andererseits auch, dass das kalendarische Alter nicht das entscheidende Kriterium ist, sondern das Zusammentreffen von hohem Alter und anderen Faktoren wie Gebrechlichkeit. Was haben wir gelernt über diese Erkrankung? Die Notwendigkeit einer Beatmung verschlechtert die Prognose erheblich, wenn wir Covid-19-Patienten haben. Schon bei den unter 60-Jährigen sind 28% der beatmeten Patienten verstorben. Bei den 60- bis 69-Jährigen waren es 46%. Bei den 70- bis 79-Jährigen 63%. Und wie gesagt, bei den über 80-Jährigen 72%. Wie hat Deutschland nun die Covid-19-Situation bisher erlebt? Mehr als 2,2 Millionen Infektionen wurden nachgewiesen. Die Zahl der tatsächlich Infizierten wird wahrscheinlich höher sein. Mehr als 59.000 Menschen sind verstorben. Das sind 711 Verstorbene je 1 Million Einwohner einer Region. Die mittlere Sterberate der in Deutschland erkrankten und verstorbenen Menschen für Deutschland liegt in etwa im mittleren Bereich des weltweiten Vergleiches. Allerdings ist sie nur halb so hoch wie in den USA und liegt bei nur etwa 40% der beispielsweise in Großbritannien verstorbenen Menschen. Wenn ich mich nun in die Rolle der Behandlerin begebe, dann ist für mich die wichtige Frage, die ich mir stellen muss: Besteht eine medizinische Indikation zur Beatmung? Das heißt, hat der Patient, für den ich eine Beatmungstherapie in Erwägung ziehe, eine realistische Chance, durch die Beatmung in einen Zustand zu geraten, den er selbst als akzeptablen Zustand empfindet? Umso wichtiger ist es, wenn es die Möglichkeit gibt, mit dem Patienten genau diese Themen auch intensiv zu diskutieren. Die zweite Frage, die ich dann stellen muss, ist die an meinen Patienten. Wünschen Sie im Falle eines Lungenversagens, wünschen Sie im Falle einer Bedürftigkeit einer intensivierten Sauerstoffversorgung eine Intubation und Beatmung? Und auch da ist es gut und wichtig, wenn wir den Patienten dazu befragen können und wenn das nicht möglich ist, eine Person, die bevollmächtigt ist, und wenn auch das nicht möglich ist, dann suchen wir gemeinsam mit nahestehenden Personen nach dem mutmaßlichen Willen des Patienten zu dieser Frage. Abschließend möchte ich mit ein paar Gedanken der Ärztin zur Triage-Diskussion. Als wir am Beginn der Pandemie standen, gab es gute Gründe, vor allem aus der Sorge vor Überlastung des Versorgungsangebotes, Triage-Überlegungen zu treffen. Wir waren erschüttert über die Bilder, die wir sehen mussten. Wir wussten, dass es sehr leicht geschehen kann bei dieser hohen Infektiosität der Erkrankung, dass auch wir hier in Deutschland in Situationen geraten können, wo tatsächlich die Ressourcen ans Ende gehen und wo wir, und da würde ich Sie, Herr Professor Merkel und Herr Professor Birnbacher, an die Hand nehmen wollen, den einen rechts und links, und wir stellen uns vor einen Patienten und wir wissen, wir haben keine Ressource. Wie würden wir dann entscheiden? Also insofern kann ich die Überlegungen zunächst sehr gut nachvollziehen, die Ärzte angestellt haben. Was machen wir? Wie antizipieren wir solche Situationen? Und wie befähigen wir unsere Kolleginnen und Kollegen, etwas mehr Sicherheit in dieser schwierigen Entscheidungssituation zu bekommen? Dazu haben sich verschiedene Fachgesellschaften positioniert. Wir haben aber andererseits, und das ist mir an diesem Punkt auch sehr wichtig, vieles unternommen, um die Überforderung der Kapazitäten möglichst zu vermeiden, um Triage-Szenarien zu vermeiden. Wir haben unsere Ressourcen im Gesundheitssystem umverteilt. Wir haben fokussiert auf freie Ressourcen für die Behandlung von Covid-Patienten, sowohl im normalstationären als auch im intensivmedizinischen Bereich. Wir haben Krankenhäuser
mit der entsprechenden technischen Ausstattung ausgerüstet und haben jetzt erkennen müssen, dass die personelle Ressource ein viel größeres Problem darstellt. Wir haben eine große Zahl von Patienten, die planbare Krankenhausbehandlungen in Anspruch genommen hätten, vor einer geplanten Untersuchung sozusagen zurückgewiesen und haben gesagt, wir können das im Moment nicht tun, Sie müssen warten bis. War das nicht auch eine Form von Triage? Wir haben eine sehr exzellente Koordination der Patientenzuweisung auf den Weg gebracht. Koordiniert von der Universitätsmedizin hier bei uns in Dresden durch die Corona-Leitstelle für das Cluster Dresden und Ostsachsen haben wir versucht, durch gezielte Zuweisung entsprechend der verfügbaren Kapazitäten Überlastungssituationen zu vermeiden. Und das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Die deutlichen und erfolgreichen Kontaktreduktionen, die die Gesamtgesellschaft tragen mussten, belohnen uns jetzt mit sinkenden Infektionszahlen. Und das ist ein wichtiger Beitrag, Triage-Situationen zu vermeiden. Aber was wird mit den ökonomischen Folgen all dieser Entscheidungen? Wir haben als nächstes über die Monate systematisiert Fachwissen gesammelt und unsere Erfahrung mit der Erkrankung, mit der Intensität von Therapie, mit den Behandlungsoptionen in einer S2K-Leitlinie zusammengetragen und damit Handlungsempfehlungen für die Kolleginnen und Kollegen gegeben. Wir haben Scores zur Risikobewertung, Risikobeurteilung, die für einen schweren Verlauf der Erkrankung prädestinieren, gesammelt, um damit Entscheidungssicherheit zu geben. Wir wissen, dass Covid-19 vom Beginn der Symptome etwa 10 Tage im Durchschnitt Zeit lässt, bis Menschen eine Intensivtherapie brauchen. Und wir haben gelernt, diese Zeit zu intensiven Gesprächen mit den Patientinnen und Patienten zu nutzen. Ob das in der hausärztlichen Versorgung ist oder in den Krankenhäusern auf Normalstationen. Wir wissen aber auch, dass die Dramatik dieser Erkrankung auch sehr plötzlich eintreten kann, dass Menschen sehr rasch aus einem zunächst scheinbar blanden Verlauf in eine dramatische Situation umschlagen können. Wir wissen inzwischen, dass die durchschnittliche Beatmungsdauer etwa 18 Tage beträgt, dass wir bei Sauerstoffmangel verschiedene Formen der Sauerstoffzufuhr einleiten können und wir wissen, dass wir bei bis zur Hälfte aller sauerstoffbedürftigen Patienten durch eine intensivierte Sauerstofftherapie auf konservativem Weg, also ohne invasive Beatmung, diese entbehren können. Als letzten Gedanken ist es mir in Bezug auf das Thema der Veranstaltung heute wichtig zu sagen, wer nicht beatmet wird, wird auch behandelt, konservativ oder palliativ, je nachdem, mit welcher Wahrscheinlichkeit dieses oder jenes Therapieziel anzustreben ist. Wenn ich also aus der Erfahrung der letzten Monate sagen soll, was die eigentlich mich mit Sorge erfüllende Situation ist, dann ist es zum Ersten, ob wir die bekanntermaßen vulnerabelste Patientengruppe, nämlich die der betagten, gebrechlichen Menschen, tatsächlich gut genug schützen. Dann ist das zweitens, Patienten, die in dieser Lebenssituation alt und gebrechlich zu sein, in großem Anteil in einem Alten- und Pflegeheim leben, genau dort ausreichend und suffizient schützen. Und drittens, und das ist eigentlich die inzwischen in der Erfahrung mit den letzten Monaten größte Sorge, wir sehen einen deutlichen Rückgang ambulanter und stationärer Behandlungen im Gesundheitssystem und es besteht berechtigte Sorge, dass wir in Fokussierung auf die Behandlung infektiös erkrankter Menschen im Grunde eine andere Gruppe durch Triage vor einer notwendigen und adäquaten Behandlung im Moment fernhalten. Und ich spanne die gemeinsame Diskussion. Vielen Dank. Frau Schubert, ich danke Ihnen herzlich
für Ihr Eingangsstatement und möchte sogleich die Frage an Herrn Birnbacher und Herrn Merkel geben. Gibt es im Verhältnis oder wie Sie gehört haben aus den Ausführungen von Frau Schubert, gibt es eine vierte, eine versteckte Triage, die dadurch entsteht, dass keine Verlegung in adäquate Behandlungszentren stattfindet? Würden Sie dem zustimmen, dass wir eine vierte Triage einnehmen müssen? Ja, Herr Merkel vielleicht? Naja, es ist eine, verglichen mit den sozusagen Clear-Cut-Cases der drei anderen Formen, die wir unterschieden haben, sozusagen etwas vager umschriebene Form, aber doch eine Entscheidung, von der die Ärzte oder Ärztinnen, die sie treffen, wissen, dass sie tödliche Konsequenzen haben kann. Und in manchen Fällen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tödliche Konsequenzen hat. Daher kann man das so nennen. Das wäre auch eine Art Triage-Entscheidung. Wenn man das deshalb macht, es käme darauf an, auf allerlei Kontextbedingungen und tatsächlich auch mit welchem Ziel, zu welchem Zweck die Entscheidung getroffen würde, dann könnte sie in Einzelfällen legitim sein, in anderen Fällen nicht. Aber vielleicht kommen wir auf die Frage nochmal zurück, wenn wir sozusagen die Grundsatzdifferenz, die zwischen Herrn Birnbacher und mir ja nun deutlich geworden ist, ein bisschen mehr geklärt haben. Ja, Herr Tiedemann, ich möchte dazu nicht viel mehr sagen. Ich meine, Herr Merkel hat völlig recht. Es ist keine klassische Triage-Situation. Der Begriff kommt ja aus dem militärischen Bereich, wo nach einer kriegerischen Auseinandersetzung gefragt wird, wer ist zuerst zu retten, wer soll nicht gerettet werden, wer darf noch länger auf Rettung warten, wer muss noch länger auf Rettung warten. In der jetzigen Situation findet so etwas wie eine implizite Triage dadurch statt, dass die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, in der Politik und auch im Medizinsystem sehr stark fokussiert ist auf Corona und sehr viele andere behandlungsbedürftige, schwere Erkrankungen möglicherweise ausgeblendet bleiben. Zum Teil ist auch daran der Lockdown schuld, weil eben sehr viele Menschen, das wissen wir, den Gang in die Arztpraxis auch mit schweren Beschwerden nicht tun, dass sie eben nicht zum Arzt gehen, aber sich auch nicht im Krankenhaus melden, in der Ambulanz, weil sie befürchten, sich dort anzustecken. Also das sind mehrere Faktoren, die hier zusammenkommen. Ich möchte sehr gern gleich auf Ihren kategorialen Streit eingehen, aber zuvor noch eine Frage an Frau Schubert. Würden Sie sich primär eine moralische oder eine juristische Leitlinie für Ihre alltägliche Praxis wünschen? Ich denke, es braucht das eine wie das andere, aber wenn ich priorisieren sollte, wenn ich triagieren sollte, dann wäre die moralische Leitlinie die erste, die ich als Mensch brauchen würde, als zweites den juristischen Rahmen für mein Tun. Vielen Dank. Ich würde gern dann gleich Herrn Birnbacher und Herrn Merkel fragen, vielleicht Herr Birnbacher zuerst. Worin sehen Sie jetzt genau den kategorialen Unterschied zur Position, die Herr Merkel vertritt? Ja, ich habe mir drei Punkte notiert, wenn ich das richtig sehe, an denen ich Dissens anmelden möchte. Das erste war die Redeweise Herrn Merkels von der Lebensbewertung, die dem Staat nicht offen steht. Das gestehe ich gern zu. Verfassungsrechtlich wäre das unmöglich, wenn der Staat durch seine Gesetzgebung in diesem Bereich eine differenzielle Lebensbewertung vornehme. Ich würde aber bestreiten, dass bei Triage-Entscheidungen über Lebenswert oder Lebenswürdigkeit in irgendeiner Weise geurteilt wird. Es geht schlicht um die jeweils optimale Verteilung knapper Ressourcen. Und eine Lebensbewertung, die Bewertung eines ganzen Lebens, findet nicht statt.
Das ist vielleicht jetzt etwas apodiktisch. Ich gehe aber zu dem zweiten Punkt weiter. Meines Erachtens ist es nicht so, dass die medizinethische Beurteilung ausschließlich das Arzt-Patient-Verhältnis betrifft, also das Verhältnis des individuellen Arztes zum individuellen Patienten, sondern Gegenstand der Medizinethik sind selbstverständlich auch gerechte Verteilungsfragen auf allen Ebenen, auf der Ebene der Klinik, der Abteilung, hinsichtlich des Ressourceneinsatzes, auf der mittleren Ebene, das regeln dann hauptsächlich Gremien, Institutionen wie die Bundesärztekammer, der gemeinsame Bundesausschuss, aber natürlich auch Entscheidungen über die Verteilung von globalen medizinischen Ressourcen. Und alle diese Verteilungen haben Gerechtigkeitsaspekte und damit auch ethische Aspekte. Außerdem ist der einzelne Arzt auch durch das Arztgesetz nicht nur auf die Behandlung eines individuellen Patienten festgelegt, sondern hat auch bestimmte für die Allgemeinheit relevante Verpflichtungen. Der Hauptdissenspunkt ist aber der dritte auf meiner Liste. Das ist die These von Herrn Merkel, dass ich interpretiere das jetzt nun als rechtsphilosophische oder rechtsethische Auffassung, dass der Abbruch einer Behandlung im Falle der Ex-Post-Triage ohne die Einwilligung des Patienten, das setze ich voraus, im Falle der Einwilligung oder des Wunsches des Patienten ist das etwas anderes, dass das ein Tötungsdelikt darstellt und gleich zu werten ist mit einem Totschlag, der aktiv erfolgt. Das scheint mir sehr schwer nachvollziehbar und hat vor allen Dingen real, pragmatisch die Konsequenz, dass jeder Arzt, der so handelt, unter einem ganz erheblichen strafrechtlichen Risiko steht. Das heißt, der Abbruch einer Behandlung bei einem Patienten mit sehr schlechter Erfolgsaussicht, also etwas, was die Empfehlungen der Fachgesellschaften ja durchaus vorsehen, begibt sich damit in eine meines Erachtens nicht zu ertragende strafrechtliche Gefahr. Herr Merkel? Ja, ich bin Herrn Birnbacher dankbar, dass er sozusagen die Dissensfragen so transparent gemacht hat. Ich will ganz knapp zu allen drei kritischen Anmerkungen etwas sagen. Es gehe nicht, sagt Herr Birnbacher, um eine Lebensbewertung. Also das verfassungsrechtliche Verbot, menschliches Leben unterschiedlich zu bewerten, sei deswegen nicht einschlägig. Die Lebensbewertung dürfen Sie mal zur Seite stellen. Das Verbot einer Lebensbewertung schließt ein in rechtlicher Hinsicht, dass Schutzansprüche für das Leben nicht nach unterschiedlichen Kriterien verteilt werden dürfen. Und wenn man sagt, auf der Intensivstation, Patient A wird vorgezogen, bessere klinische Erfolgsaussicht, und Patient B wird nicht lebensrettend behandelt, dann hat man die Lebensschutzansprüche unterschiedlich gewichtet. Da beißt die Maus überhaupt keinen Faden ab. Das ist identisch mit der Entscheidung, Herr A. soll geschützt werden, dessen Leben soll geschützt werden, nicht das von Herrn B. Das ist ebenfalls verboten. Die Gleichbehandlung im Hinblick auf den Lebenswert schließt es nach verfassungsrechtlichen Kriterien aus, die Schutzansprüche unterschiedlich zu bewerten, zu gewichten. Dann muss man eben dafür plädieren, und das tun ja manche Verfassungsrechtler, hier muss gewürfelt werden. Dann wird absolut, also gelost werden. Dann werden die absolut gleich behandelt. Aus verschiedenen Gründen bin ich nicht für die Losentscheidung. Die zweite Frage. Fragen gerechter Verteilung, sagen Sie ganz zu Recht, gehören auch zur medizinischen Ethik. Gibt mir die Gelegenheit zu präzisieren, was ich gemeint habe. Entscheiden können Gerechtigkeitsfragen, aber nicht die Ärzte. Selbstverständlich gehört das zur medizinischen Ethik. Aber selbst die Philosophen wissen seit Aristoteles nicht,
welche hinreichenden und notwendigen Kriterien eigentlich zu Gerechtigkeitsentscheidungen gehören. Dass die Ärzte plötzlich sozusagen Experten sein sollten für Gerechtigkeitsfragen, scheint mir nicht richtig. Aber richtig ist, das ist ein Teil der medizinischen Ethik. Nur müssen die Kriterien dann sozusagen philosophisch und im rechtlichen Rahmen geklärt werden. Das gibt mir dann, beiläufig gibt mir das die Gelegenheit, wenn das erlaubt ist, das eben noch einzuschieben. Ein bisschen, Herr Birnbacher, zu bestreiten Ihren Satz, die Ethik hat Vorrang vor dem Recht. Das Recht muss sich ethisch rechtfertigen. In einer Situation im Rechtsstaat, nicht im Terrorstaat, nicht in Nordkorea, in einer Situation, in der ethische und rechtliche Normen für die Entscheidung eines konkreten Falles kollidieren, geht unbedingt das Recht vor, ganz unbedingt. Jemand, der sagen würde, meine Ethik verbietet mir, und es gibt ja auch nicht die ethische Entscheidung, die ethische Fragen sind alle hoch umstritten, die rechtlichen Fragen sind geklärt. Auf verfassungsrechtlicher Basis und werden zwangsrechtlich durchgesetzt. Auch das werden ethische Normen nicht. Sie können gar nicht zwangsrechtlich durchgesetzt werden gegenüber dem, der sie nicht teilt. Also in solchen Kollisionsfragen geht unbedingt das Recht vor. Aber richtig ist an Ihrer Bemerkung, das Recht hat sich vor fundamentalen ethischen Prinzipien zu legitimieren. Soweit sie in der Verfassung sozusagen manifestiert sind, sind Rechtsnormen, die das nicht können, in der Regel verfassungswidrig und werden dann gegebenenfalls in Karlsruhe aus dem Verkehr gezogen. Der letzte Punkt, der wichtigste, muss ich noch einen Satz dazu sagen. Also ich, ehrlich gesagt, ich formuliere das jetzt so dezidiert und weil das klingt dann so, als sei ich absolut überzeugt. Selbstverständlich weiß ich, dass die Einwände von Herrn Birnbacher Hand und Fuß haben, und dass gegen meine Position er seine Einwände wesentlich weiter ausbuchstabieren kann. Das klingt also etwas apodiktischer und entschiedener, als ich selber diese Fragen sehe. Aber um der Diskussion willen, mache ich das jetzt mal in dieser knappen Deutlichkeit. Dass der Abbruch bei der Ex-Post-Triage ein Tötungsdelikt sei, sagt Herr Birnbacher, leuchte ihm nicht ein. Denken wir mal die Knappheitssituation weg. Ich gucke nur das an, was der Arzt oder die Ärztin tut. Hintergrundbedingungen, wir haben eine extreme Knappheitssituation und andere Patienten, die behandelt werden müssen mit diesem Gerät, den denke ich weg. Wir haben jede Menge Beatmungsgeräte frei. Der Arzt hat aus irgendwelchen Gründen keine Lust, den da Anhängenden, dessen Leben erhalten werden kann, noch weiter zu behandeln. Frau Schubert, Sie schütteln den Kopf. Ich weiß, dass es sehr, sehr wenige Ärzte gibt, die sowas tun würden. Das sind Gedankenexperimente. Der Arzt schaltet das lebenserhaltende Gerät ab. Niemand bezweifelt, niemand unter Juristen und sicher auch niemand unter Philosophen, dass das ein Tötungsakt ist. An dem Charakter des Tötungsaktes ändert sich aber nichts durch die Knappheitsbedingungen im Hintergrund. Die ist gegebenenfalls ein Rechtfertigungsgrund für den Tötungsakt, der ein Tötungsakt bleibt. Der Bundesgerichtshof entscheidet in ständiger Rechtsprechung, das ist aktives Tun. Abschalten eines lebenserhaltenden Gerätes ist ein aktives Töten. Er hat in einer bestimmten Situation, wo der Patient selber verlangt hat, dass das Gerät abgeschaltet wird, entschieden, der BGH, es kommt nicht drauf an, ob wir das da als tun oder unterlassen qualifizieren. In beiden Fällen muss dann, wenn der Patient das verlangt, das Gerät abgeschaltet werden, weil es aus verfassungsrechtlichen Gründen in diesem Land keine Zwangsbehandlungen geben kann. Hierfür ist das wirklich egal. Aber zugunsten eines Dritten und gegen den Willen des Behandelten abschalten, ist ein Tötungsakt. Die Knappheitsbedingung ist ein möglicher Rechtfertigungsgrund. Der einzige, der in Frage kommt, ist aus juristischer Sicht der Notstand. Und die Notstandsbedingungen sind hier nicht erfüllt. Die sind nur erfüllt, wenn die Rettung des einen Lebens wesentlich überwiegt die Rettung des anderen Lebens. Das kann aus verfassungsrechtlichen Gründen juristisch nicht akzeptiert werden, dass es ethisch gewichtige Gründe gibt, sehe ich, und vielleicht kommen wir darauf noch zurück.
Ich denke, jetzt würde ich sehr gern Herrn Birnbacher direkt das Wort geben und dann Frau Schubert entweder direkt selbst dazu nach Herrn Birnbacher oder ich stelle Ihnen noch eine adäquate Frage hinterher. Herr Birnbacher. Ja, ich antworte stenogrammhaft, notwendig verkürzt. Zu der ersten Frage, unterschiedlichen Lebensbewertungen. Ich würde auf keinen Fall sagen wollen, dass der Anspruch, der Schutzanspruch irgendjemandes eingeschränkt wird unter diesen Bedingungen. Jeder hat einen Anspruch, das gebe ich Ihnen völlig zu. Aber einen Anspruch zu haben, ist ja keine, hat nichts mit einer Lebensbewertung zu tun. Lebensbewertung, stelle ich mir vor, ist ein Werturteil über ein ganzes Leben, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, derart, dass das eine Leben für wertvoller gehalten wird als das andere. Das liegt hier meines Erachtens nicht vor. Hier liegt eine Situation vor, in dem der berechtigte Schutzanspruch mehrerer nicht gleichzeitig zu erfüllen ist. Und das ist meines Erachtens eine völlig andere Situation. Zum Zweiten, Sie sagen, Gerechtigkeitsfragen werden nicht von Ärzten unterschieden. Herr Merkel, Sie wissen, ich habe lange in der Organtransplantationsszene gearbeitet und war Mitglied der Kommission, die die Kriterien für die Verteilung, auch eine Triage-Situation, für die knappen Organtransplantate entscheiden musste. Hier haben mehrheitlich Ärzte entschieden, wie diese Organtransplantate verteilt werden sollen, im Benehmen mit Philosophen, mit Juristen und Vertretern anderer Professionen. Aber die Ärzte waren ganz klar in der Mehrzahl. Nicht der einzelne Arzt am Krankenbett. Das ist nicht die Sache des einzelnen Arztes am Krankenbett, auf keinen Fall. Aber es sind ärztliche Gremien, die darüber entscheiden, so wie jetzt auch eine Vielzahl von Fachgesellschaften und des Vorstands der Ethik, der Akademie für Ethik in der Medizin, die entsprechenden Empfehlungen erarbeitet haben. Zu dem letzten Punkt. Ich würde hier tatsächlich von einer Notstandssituation sprechen. Und zwar genau dann, wenn die Situation gegeben ist, dass eine klar überlegene, also signifikant gewichtigere Pflicht zur Behandlung des neu Hinzukommenden besteht als zur Behandlung des bereits Behandelten. Also ich sehe genau diese Situation eines rechtfertigenden Notstands, in dem eine Behandlung abgestellt ist. Ich betone aber, dass die Charakterisierung des Abstellens eines Geräts, wodurch eine Behandlung beendet wird, für mich nicht dasselbe Gepräge hat wie eine aktive Tötung, zum Beispiel durch die Gabe eines tödlichen Mittels. Das scheint mir immer noch, auch dann, wenn keine entsprechende Willenserklärung des Betroffenen vorliegt, eine kategoriale Unterscheidung, die aber möglicherweise normativ nicht allzu stark aufgeladen werden sollte. Soweit. Ich bedanke mich. Frau Schubert, ich bitte Sie um Stellungnahme und darf vielleicht zuspitzen. Wenn ein junger Mediziner bei Ihnen in der Ausbildung die Frage stellt, wenn ich diese Beatmung beende, ist das dann eine Tötung? Was würden Sie ihm antworten? Also ich denke, dann haben wir als erstes zu gucken, unter welchen medizinischen Voraussetzungen die Beatmungstherapie durchgeführt wird. Ist sie erfolgversprechend? Ist sie angezeigt? Ist sie mit dem Wunsch des Patienten, dem Willen des Patienten gedeckt? Der sich ja auch ändern kann. Also stellen wir uns die Situation vor, sie ist erfolgversprechend und sie sollte weitergeführt werden. Der Patient kann genesen davon. Dann würde ich klar sagen, lieber Kollege, lass die Finger davon. Das ist hier nicht zu tun. Wenn wir erkennen müssten, wir haben einen Patienten beatmet, von dem wir nicht wussten, dass er dies ausdrücklich in einer Verfügung nicht gewollt hat, dann machen wir uns strafbar. Und so empfinde ich das auch meinem Gewissen gegenüber. Ich tue etwas, wofür mir der Patient keine Erlaubnis gegeben hat. Dann muss ich diese Beatmung beenden, wenn ich feststelle, es ist nicht mit seinem Willen gedeckt. Und ich möchte aufmerksam machen auf ein Dilemma, in dem wir Mediziner und überhaupt die im Gesundheitswesen tätig
liegen. Das ist ja nie eine Entscheidung, auch wenn es vielleicht den einen Verantwortungsträger gibt, aber es ist nie eine Entscheidung einer einzelnen Person, sondern eingebunden sind immer in den Versorgungseinrichtungen Teams, in diese Überlegungen, dass wir Patienten begegnen, die haben sehr gut vorgesorgt, die haben sich Gedanken gemacht, was sie wünschen und was sie nicht wünschen. Die können verstehen, was wir mit ihnen kommunizieren und wir können mit ihnen gemeinsam stabile Entscheidungen treffen unter Einbeziehung ihrer Familien, wenn das für die Kommunikation ein wichtiger Moment ist und wenn die vorhanden sind. Aber wir erleben immer wieder, und ich würde in etwa ein Drittel meiner Patienten in dieser Weise beschreiben, die sich nicht in der Lage sehen, physisch und psychisch nicht in der Lage sehen, eine eigenverantwortliche Entscheidung tatsächlich zu treffen. Und zwar nicht, weil sie beeinträchtigt sind in kognitiver Form und dafür eigentlich jemanden brauchen, der diese Aufgabe übernimmt, sondern weil sie sagen, ich kann es für mich gar nicht entscheiden. Was sagen Sie denn, Frau Doktor? Was sollte ich tun? Was glauben Sie, ist für mich am besten? Und insofern sind wir immer wieder in diese Verantwortung genommen, letztlich unser moralisches Gewissen sozusagen zu bilden und möglichst gute Entscheidungen auch zu treffen und anzuraten. Ich bedanke mich herzlich. Die Diskussion läuft so wunderbar und ich würde sie gerne weiterlaufen lassen, befürchte aber, dass uns die Zeit gebietet, jetzt auch das Publikum zu Worte kommen zu lassen. Und ich würde Frau Heinig bitten, erste Fragen aus dem Publikum zuzulassen. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Tiedemann, Sie haben völlig recht. Uns haben eine ganze Menge Fragen erreicht. Und bevor ich die erste Frage stelle, mache ich vielleicht auch mein Verfahren hier noch ein bisschen transparent. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben viele Fragen gestellt. Ich würde jetzt versuchen, ein bisschen thematisch zu sortieren, auch die Reihenfolge des Eingehens der Fragen etwas zu beachten, aber auch zu schauen, dass jeder unserer Podiumsgäste eine Frage zu beantworten kommt. Ich muss Ihnen leider jetzt schon sagen, hier purzeln minütlich neue Fragen ein, dass wir wahrscheinlich nicht alle werden bewältigen können, aber vielleicht lassen sich einige auch so gut zusammenbringen, dass sie sich dennoch wahrgenommen, gehört und auch beantwortet fühlen. Ich würde anschließen an Herrn Tiedemann, der eben mit Frau Dr. Schubert noch einmal über die Situation in der Praxis gesprochen hat. Hier gibt es ein Statement, das ich also auch an ich glaube, das Statement erreichte uns, als Professor Birnbach und Professor Merkel diskutierten. Hier kommt das Statement aus der Praxis. Eine Entscheidung zur weiteren individuellen Behandlung jedes einzelnen Patienten findet in Abhängigkeit der Erfolgsaussichten in der Medizin permanent statt, ganz unabhängig von freien Kapazitäten. Ärzte sind es gewohnt, die Erfolgsaussichten einzuschätzen. Das wäre vielleicht etwas, liebe Frau Schubert, wo Sie nochmal Ihre Sicht dazu spiegeln könnten. Und meine Frage, die sich daran auch anschließen würde, ist, wie kriegen wir das auseinander, Erfolgsaussichten und Lebensbewertung eigentlich, von der Herr Birnbach und Herr Merkel gesprochen haben. Wie sehen Sie das in der Situation? Also ich möchte der Kommentargeberin zustimmen, dass wir immer wieder in der Medizin prüfen, sind die Handlungsoptionen, die wir haben, die therapeutischen Möglichkeiten aussichtsreich, das gewünschte Ziel tatsächlich zu ermöglichen für den Patienten. Ihm nicht zu schaden, sondern zu nutzen, diesen Auftrag haben wir. Und im Ergebnis dieses Nutzens auch sozusagen ihm zu ermöglichen, ein von ihm zu bejahendes Leben zu führen. Und dafür ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem Patienten im Vorfeld nötig. Ja, das sind wir gewohnt. Aber in dieser extremen Situation mit dieser Häufung und auch in diesem klaren Wissen, wenn ich nicht behandle, stirbt der Patient, sind es schon Situationen, die nicht Alltag sind für alle Ärzte, so will ich es vielleicht sagen. Ja, vielen Dank. Dann schicke ich hinterher eine Frage, die ein Stück weit auch schon von Herrn Tiedemann angesprochen wurde. Hier wurde nochmal gefragt, vielleicht auch Sie, an Sie als Ärztin, gibt es eine Vorbereitung auf solche Situationen in der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten? Wenn Sie sagen, das sind keine alltäglichen Situationen, aber sie kommen eben dennoch, wie werden angehende Ärztinnen und Ärzte darauf vorbereitet?
bereits im Medizinstudium. Ethische und juristische Aspekte spielen in der Medizinerausbildung eine Rolle und auch berufsbegleitend, je nachdem, in welches Feld man als Arzt dann verschlagen ist, ist man natürlich in unterschiedlichem Maße konfrontiert mit diesen Fragestellungen. Gibt es eine Vielzahl von Angeboten, sich in diesen Bereichen zu qualifizieren? Und nach meiner Wahrnehmung ist das auch in den letzten Jahrzehnten, 10, 20 Jahren anspruchsvoller geworden, weil sich früher sehr stark etablierte Auffassungen, sowohl ethischer als auch rechtlicher Art, weil die angefragt wurden, weil sich neue Positionierungen zum Beispiel auch in der Art der Einflussnahme des Arztes auf den Patienten etabliert haben. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da war der Arzt derjenige, der wusste, was für seine Patienten gut und richtig ist, und das hat er gemacht und das war akzeptiert. Diese Zeiten haben wir nicht. Wir haben Menschen, die sehr gut Bescheid wissen über ihre medizinische Situation, die informiert werden sollen und wollen. Und ich finde das eine sehr wichtige und gute Entwicklung. Umso anspruchsvoller ist die Auseinandersetzung mit dem rechtlichen Rahmen, in dem wir uns bewegen, und mit den ethischen Implikationen, die ärztliches Tun hat. Ja, damit haben Sie eigentlich auch eine weitere Frage schon zumindest angetippt. Und dann würde ich auch noch mal Fragen an Herrn Birnbacher und Herrn Merkel mit einbeziehen. Hier lautete eine Frage: Ist es nicht so, dass letztlich eine kurzfristige Entscheidung gefällt werden muss und theoretisch-philosophische oder juristische Fragen sich erst später stellen? Sie sagen, die Auseinandersetzung gibt es natürlich schon vorher. Das vielleicht noch mal als Frage, also spielen die theoretisch-philosophischen oder juristischen Fragen sich erst später? Ich darf dazu Folgendes sagen. Wir wissen aus den Situationen, die vor allen Dingen in Oberitalien geherrscht haben, wo eine plötzliche Welle von schweren Corona-Fällen auf die völlig überforderten Ärzte zurollte, dass der unmittelbare Handlungsbedarf auch zu neuen Überlegungen führt. Jetzt nicht auf der Seminarebene des juristischen oder philosophischen Seminars, sondern auch unter den Ärzten selbst. Und es hat ja gerade in den besonders betroffenen Nationen auch sehr schnell zur Erarbeitung von Empfehlungen, Richtlinien für solche Entscheidungen geführt. Meines Erachtens ist es wichtig, dass es solche Empfehlungen oder Richtlinien gibt, einfach um den einzelnen Arzt in der akuten Situation zu entlasten von der ungeheuren Verantwortung, die er in dieser ohnehin schon emotional hoch belastenden Situation treffen sollte. Deshalb meine ich, kann es nicht dabei bleiben, dass im akuten Fall gewissermaßen spontan und nach Intuition entschieden werden muss. Das Verhalten des Arztes, die Entscheidung muss auch in irgendeiner Weise berechenbar sein. Die Patienten müssen wissen, wie der Arzt entscheidet, falls sie selber, und da ist ja der Impuls von Frau Schubert sehr wichtig, falls sie nicht äußerungsfähig oder äußerungswillig sind und dieses Gespräch, das im Grunde unabdingbar ist, nicht führen können im Vorfeld der Behandlung. Für diese ganz besonders dilemma-behaftete Situation sollten die Ärzte eine gewisse Richtschnur haben, an die sie sich halten können und die vor allen Dingen Subjektivität und zu starke Willkür in der Handhabung dieser Entscheidungen ausschließt. Ja, damit öffnen Sie das Feld für eine Frage, die sich konkret an Frau Dr. Barbara Schubert gerichtet hat, aber die auch für Sie beide, lieber Professor Birnbacher, Herr Professor Merkel, interessant ist, anschließend an das, was Sie sagten. Was wäre, wenn Angehörige plausibel erklären können, dass ihre 85-jährige Mutter von der Beatmung abgeschlossen werden wollen würde, wenn eine junge Mutter den Respirator brauchen würde? Also Sie können nicht reden mit der Person, aber es gibt Angehörige, die sich dazu äußern können. Wie schätzen Sie das als Ärztin ein, aber vielleicht auch Herr Birnbacher, Herr Merkel, Ihre Position dazu? Es deutet sich mit dieser Positionierung ein wichtiges und wesentliches Gespräch an. Ne? Also
Das eine ist, dass wenn man so etwas ganz sicher weiß, wäre meine erste Frage, hat die Mutter das in irgendeiner Weise verschriftlicht, hat sie eine Verlautbarung irgendwie gemacht? Gibt es etwas, was mich ein Stückchen sicherer macht, dass es tatsächlich dem Willen der Patientin entspricht? Danach würde ich forschen. Menschen, die da sehr klar sind, sind oft in der Lage, sowas auch gut zu formulieren. Wenn es das nicht gibt, dann sind die Angehörigen tatsächlich die Ansprechpartner. Und ich würde sie in ein Gespräch zu diesen Themen intensiv mit einbeziehen. Und wenn ich zu der Überzeugung gelange, dass das tatsächlich dem Willen der beatmeten Patientin entspricht und wenn ich nicht medizinisch gravierende Gründe hätte zu sagen, aber bis morgen und dann wird es von alleine wieder gut und wir haben die Zeit, ja, dann halte ich das durchaus für eine Handlungsoption, ja. Professor Merkel, Professor Birnbacher, wollen Sie sich noch dazu äußern? Sonst ja, würde gerne was dazu sagen. Frau Schubert hat erstmal ganz recht, dass sie sagt, wir würden fragen, was gibt es für manifeste Belege für diesen Willen der alten Dame? Also der Oma, deren Enkel sagen oder Kinder sagen, sie würde zugunsten eines Jüngeren oder einer Jüngeren verzichten. Wenn es solche Indizien nicht gibt, sind, und jetzt entferne ich mich ein bisschen von Frau Schubert, sind die Angehörigen sehr wohl nach wie vor die Ansprechpartner, aber ganz gewiss nicht die Entscheider dieser Frage. Wenn die Angehörigen sagen, das können Sie mir glauben und sonst haben Sie nichts anzubieten, kann auf das Votum der Angehörigen hin nicht entschieden werden. Die Oma wäre bereit, zugunsten einer jüngeren Patientin zu sterben. Das geht nicht. Es gibt Angehörige, die wollen ihre Omas loswerden. Das ist ganz bestimmt eine boshafte kleine Minderheit, aber die gibt es. Und das Recht kann von solchen Dingen nicht absehen. Das Strafrecht handelt immer von boshaften kleinen Minderheiten, die Verbrechen begehen. Das geht nicht. Das kann also ein Angehöriger nur dann sozusagen dem Arzt mit entscheidungsbestimmender Wirkung nahebringen, wenn er sagen kann, hier habe ich was. Ein schriftliches Zeugnis, ein Brief von der Oma, die vor dem Hintergrund der Pandemiesituation geschrieben hat, naja, dann wäre es doch wohl besser, wenn jemand in meinem Alter etc. etc. Dann haben Sie Indizien und dann können die Ärzte gegebenenfalls sich darauf stützen. Wenn es eine manifeste Erklärung der alten Person gibt, die sie schriftlich festgehalten hat, dann ist die sogar verbindlich für die Ärzte. Dann dürfen Sie sagen, gut, die alte Dame in der Konfliktsituation hat nicht nur verzichtet zugunsten eines anderen, sondern uns damit untersagt, sie weiter zu behandeln, zulasten des Dritten, der wartet. Ich habe eine Reihe von weiteren Dingen gesammelt jetzt, die ich irgendwann noch loswerden will, aber jetzt nicht zu dieser Frage. Ja, darf ich vielleicht noch zu dem Punkt von Frau Schubert hinzufügen. Viele Organisationen, die Patientenverfügungen herausgeben, haben nicht nur angeregt, sondern auch Anstalten getroffen, speziell für Corona, die Patientenwünsche in Erfahrung zu bringen und niederzulegen. Das scheint mir ein sehr sicherer Weg, um seine Präferenzen als Patient zu äußern. Dadurch entfallen nicht die Gespräche im Vorfeld der Behandlung, aber die Entscheidung der Ärzte wird dadurch viel besser belegbar und objektivierbar. Und es gibt ein sehr großes Spektrum an ganz unterschiedlichen Auffassungen älterer Patienten darüber, welche Art von Behandlung, also unterschiedlich intensive Form der Behandlung sie wollen und welche sie nicht wollen. Sodass die vor allen Dingen auch die Angehörigen nicht mit dieser von Herrn Merkel richtig herausgestellten falschen Vollmacht des Sprechens für ihre Eltern oder für ihre älteren Verwandten betraut werden.
vielleicht abschließend den Handlungsrahmen, in dem ich mich bewegen könnte. Ich würde natürlich eine Person um Meinung bitten, die unbeteiligt ist in diesem Kontext. Also ich würde zum Beispiel den behandelnden Arzt, den Hausarzt oder so kontaktieren und sagen, ist das was, was Sie vorher schon mal wahrgenommen haben von dieser Patientin? Ne? Ja, vielen Dank, Herr Professor Birnbacher. Sie haben damit auch gleich zwei Publikumsfragen zur Patientenverfügung sozusagen mitbehandelt in Ihrer Antwort. Eine weitere Frage, die auch nochmal anschließt daran, wir hatten zunächst diese Entscheidungssituation als eine, die sich irgendwo auf so einer Zweierebene zwischen Patient, Patientin und Arzt oder Ärztin bewegt. Und wir hatten jetzt schon über die Rolle der Angehörigen gesprochen. Hier erreicht uns noch eine Frage zur Praxis der Triage. An welcher Stelle sollten Triage-Entscheidungen getroffen werden? Bei den einzelnen Ärztinnen und Ärzten, über die wir eben viel gesprochen haben, oder auf Ebene der Krankenhäuser oder sogar auf höheren Ebenen? Also wer sollte letztlich die Entscheidung haben und vielleicht auch die Verantwortung tragen? Vielleicht ergänzend dazu. Also ich kann nichts über die tatsächliche Handhabung solcher Entscheidungen sagen, aber in den Empfehlungen der Fachgesellschaften ist ganz klar vorgesehen, dass die Entscheidungen nicht von einem einzigen Arzt getroffen werden, sondern im Team. Entscheidend ist dabei vor allen Dingen, dass zu dem Team auch nicht nur Ärzte gehören, sondern auch ein Angehöriger des Pflegepersonals, wer immer das ist, und möglichst auch ein mit klinischer Ethik vertrauter Arzt oder zum Beispiel ein Mitglied der zuständigen Ethikkommission oder des Ethikkomitees der entsprechenden Klinik, der mit solchen Fragen schon eine gewisse Erfahrung hat. Psychologisch scheint es ganz wichtig, dass die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt wird und vor allen Dingen unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Wahrnehmungen des Patienten mit einschließen. Wir haben es Mehr-Augen-Prinzip genannt, also mehrere Betrachtungsweisen auf die Situation. Und wenn es sich um lebensbedrohliche Situationen handelt, dann kann man das nicht ferndelegieren, sondern dann muss der Arzt sich über die medizinische Situation einen Überblick verschaffen und dann entscheiden. Also man kann Triage-Entscheidungen in der unmittelbaren Patientenversorgung nicht entfernt vom Patienten denken. Frau Heinig, erlauben Sie mir auch eine Anmerkung dazu? Das gibt mir nämlich Gelegenheit, einen Konsens zwischen mir und Herrn Birnbacher auch dick zu unterstreichen und ein mögliches Missverständnis zu meiner eigenen Position sozusagen abzufangen. Ich bin unbedingt dafür, dass die Handlungsempfehlungen in einer solchen Situation von den medizinischen Fachgesellschaften meinetwegen sozusagen subjektiv individuelle Entscheidungen ausschalten und Orientierungen vorgeben für die Ärzte. Das widerspricht nicht meiner Position von vorhin, in der ich gesagt habe, in der Ex-ante-Situation darf der Gesetzgeber so etwas nicht vorschreiben. Er schreibt, Sie werden sich erinnern, er schreibt de lege lata, wie die Juristen sagen, nach geltendem Recht überhaupt nichts vor. Die Ärzte könnten heute, ohne sich strafbar zu machen, die allerfalscheste Entscheidung aus moralischer Sicht treffen und hätten keine rechtlichen Konsequenzen zu befürchten. Also sie haben einen 20-Jährigen und einen 90-Jährigen und aus Boshaftigkeit sagen die Ärzte, wir hängen den 90-Jährigen an, der 20-Jährige soll sterben. Rechtlich ohne Konsequenz heute, ethisch eindeutig verkehrt aus Gründen, die man benennen kann. Nicht nur wegen des schieren Altersunterschieds. Aber, und das ist das Wichtige an meiner Position, das Recht öffnet damit einen Entscheidungskorridor für die Ethik und befestigt sozusagen dessen Ränder und sagt, innerhalb dieses Korridors gibt es keine zwangsrechtlichen Vorschriften mehr. Das mögen bitte die Ärzteverbände nach gut durchdachten ethischen Kriterien entscheiden lassen. Dagegen wird oft auch von meinen juristischen Kollegen der Einwand erhoben, ja, wenn doch die Ärzteverbände dann vernünftige moralische Kriterien entwickeln, warum soll der Gesetzgeber die nicht vorschreiben dann?
Erstes Argument, er darf sie nicht vorschreiben aus Gründen, die ich vorhin versucht habe zu skizzieren, die verfassungsrechtlicher Natur sind und über die natürlich gestritten wird. Und zweitens, den Ärzten ist viel mehr an Sicherheit geboten, wenn der Gesetzgeber sagt, wie immer eure Verbände euch die Richtlinien sozusagen als Orientierungsmaßgaben geben, wir akzeptieren das. Ihr macht euch als Ärzte nicht strafbar. Und natürlich auch die Ärzteverbände nicht, wenn sie moralische Empfehlungen geben, die von anderen Ethikern bestritten und von vielen Leuten vielleicht für falsch gehalten werden. Die vermeintlich größere Sicherheit. Manche Kollegen von mir behaupten, die Forderung der Gesetzgeber müsse das entscheiden, gebe den Ärzten mehr an Sicherheit und Freiraum. Diese Auffassung ist falsch. Wenn der Gesetzgeber zwangsrechtlich vorschreibt, Kriterium X ist das Entscheidende, meinetwegen medizinische Erfolgsaussicht, dann muss er für die Ärzte, die davon abweichen, eine Sanktion androhen. Und jetzt sage ich Ihnen mal, was das für eine Sanktion ist. Die Strafe wegen Totschlags. Und um das zu illustrieren, dann bin ich fertig mit dem Punkt, stellen Sie sich vor, zwei Patienten werden eingeliefert, beide 40 Jahre alt. Der eine keine Vorerkrankungen. Der andere von Geburt an leidet schwer an Mukoviszidose. Eine die Lungen erheblich in Mitleidenschaft ziehende Erkrankung genetischer Provenienz. Und das verringert seine Erfolgsaussicht, nicht nur für die Akutbehandlung, im Vergleich zu dem anderen 40-Jährigen, sondern vor allem für die 6 Monate danach, die Herr Birnbacher vorhin genannt hat, also für die Zeit nach der Akutbehandlung, im Vergleich zu dem anderen erheblich. Und nun sagt die entscheidende Ärztin, das finde ich irgendwie ungerecht. Der kann nichts für seine Mukoviszidose-Erkrankung. Dessen Leben ist auch zu retten. Er hat sein Leben lang unter dieser Erkrankung gelitten. Und jetzt sagen die uns, der hat aber die schlechte Erfolgsaussicht. Also müsst ihr ihn sterben lassen. Ich, Ärztin, finde das ungerecht. Ich intubiere den und lasse den anderen sterben. Ob das moralisch richtig ist, ist jetzt nicht die Frage. Da mag man streiten. Aber wenn der Gesetzgeber so etwas vorschreiben würde, müsste er diese Ärztin wegen Totschlags bestrafen. Sie hat den Falschen gerettet und damit den Falschen sterben lassen. Und das finde ich absolut indiskutabel. Schon deswegen finde ich meine Position für die Ärzte auch und für die Ethiker viel besser. Das Recht garantiert einen Entscheidungskorridor, den die Ethiker auszufüllen haben und damit vor allem die Ärzteverbände mit ihren Empfehlungen, die ich wie Herr Birnbacher für ungeheuer wichtig halte. Ja, ich werde jetzt noch eine Frage aus dem Publikum stellen. Vielleicht hat Herr Tiedemann dann auch noch eine entdeckt, die ihm besonders auf der Seele brennt. Das schließt unmittelbar an das an, was Sie, Herr Professor Merkel, eben sagten. Es geht nochmal um die Ex-ante-Entscheidung, wo Sie ja nun ausgeführt haben, dass es im Prinzip keine rechtliche, keine gesetzliche Grundlage gibt, die da, also dass es eine moralische Entscheidung ist, mit der Ärztinnen und Ärzte in der Situation konfrontiert sind. Hier fragt ein Zuschauer, warum greift hier das AGG nicht, also in der Situation zur Gleichbehandlung? Wir hatten ja vorhin in Ihren Beiträgen auch schon mal die Differenzierung. Es gibt bestimmte Kriterien wie Geschlecht, beispielsweise ethnische Herkunft, die keine Rolle spielen dürfen. Aber warum kann man hier sozusagen keinen Gleichbehandlungsgrundsatz anlegen? Ja, das kann ich ganz knapp beantworten. Die Voraussetzungen des AGG, des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, sind nach meiner Sicht der Dinge, ich müsste jetzt noch mal genau in das Gesetz gucken, sozusagen passen nicht auf diese Situation, aber richtig an der Orientierung sozusagen der Normativen, die das AGG vorgibt, ist, dass bestimmte, und Herr Birnbacher hat das vorhin zu Recht betont, unerlaubte Kriterien ausgeschieden werden. Also meine Position noch einmal lautet, der Gesetzgeber kann keine positiven Entscheidungskriterien vorschreiben, aber negative, die verboten sind, kann er sehr wohl vorschreiben und die gibt in Wahrheit schon die Verfassung vor, im Wesentlichen in Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz, Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, Beruf,
was Sie wollen. All diese Dinge sind verboten als Entscheidungskriterium und negativ regeln darf der Gesetzgeber das sehr wohl. Das sollte er. Nur positiv regeln, das sollte er den Empfehlungen der Ärzteverbände und den Ethikern überlassen. Und in diesem Sinne wäre dann so eine Entscheidung auch im normativen Einklang mit dem AGG. Ja, ich bitte alle um Verständnis, deren Fragen nicht mehr gestellt werden konnte, und übergebe an Herrn Professor Tiedemann. Ja, vielen Dank. Ich würde gern eine zugespitzte Frage stellen und dann ankündigen, dass wir ja auch noch eine Publikumsbefragung geplant haben, die dann vielleicht im Anschluss kommt. Vielleicht als erstes an Herrn Birnbacher und dann mit der Bitte um Kommentare von den anderen beiden. Ich möchte Sie auf vermintes Terrain führen und fragen, ob in folgender Ex-Post-Triage es einen Unterschied macht, ob der abzuschließende Patient noch über ein reparables oder ein irreparables Bewusstsein verfügt. Also wir stellen uns jemanden vor, der nach bestem Wissen und Gewissen und medizinischem Kenntnisstand sein personales Bewusstsein irreparabel verloren hat. Darf dies ein Kriterium sein, um in diesem Fall das Abschließen zu rechtfertigen, zugunsten einer Person, deren Bewusstsein zu retten ist? Vielleicht als erstes Herr Birnbacher und dann Frau Schubert, Herr Merkel. Ja, das ist ein Extremfall, über den wir nicht gesprochen haben, über den aber durchaus auch die von mir häufig zitierten Empfehlungen der Fachgesellschaften etwas sagen. Sie sagen nämlich, dass keine Patienten eingeschlossen werden sollten in solchen Knappheitssituationen. Ich bleibe immer bei den Knappheitssituationen. Das ist die Rahmenbedingung, die entweder zeitlebens auf eine Intensivbehandlung angewiesen sind, also die gewissermaßen dauerhaft intensivpflichtig sind, aber auch solche, die keine Aussichten haben, das Bewusstsein wieder zu erlangen oder das Bewusstsein zu erlangen, wenn sie das krankheitsbedingt verloren haben sollten. Das halte ich für eine sehr gut vertretbare Position. Ich habe mich zwar gegen jede Einschätzung der Lebensqualität, vor allen Dingen der Lebensqualität auf lange Sicht, als Kriterium erklärt, weil die allenfalls statistisch zu ermitteln ist, aber dann auch immer von subjektiven Einschätzungen sehr stark abhängig ist und man nicht wissen kann, welcher Schwerkranke mit seiner Krankheit so zu leben lernt, dass er eine sehr hohe Lebensqualität auch bei fortgesetzten Symptomen entwickeln wird. Also ich denke, Lebensqualität sollte keine Entscheidungsgrundlage sein, aber eine Lebensqualität von null, die dann vorliegt, wenn gar kein Bewusstsein, also gar keine Subjektivität mehr vorliegt, wie in einem irreversiblen Dauerkoma, das wäre für mich ein Grund, einen solchen Patienten nicht einzuschließen. Und in einer Triage-Situation, in der jemand, ein anderer Patient konkurriert, nicht zu behandeln. Ich möchte zwei Antworten geben. In der Zuspitzungssituation ein Gerät für zwei Menschen, ein Mensch in beeinträchtigter Lungenfunktion mit erhaltenem Bewusstsein, der andere mit einer irreversiblen Hirnschädigung, wäre meine Positionierung auch klar, das Gerät für den mit erhaltenem Bewusstsein zu verwenden. Und in der nicht zugespitzten Situation wäre es mir ein wichtiges Anliegen, den Menschen, die Verantwortung haben für den Menschen mit nicht erhaltenem Bewusstsein, für akute Krisensituationen Vorsorge zu treffen. Also zu sagen, was tun wir, wenn eine Infektion eintritt? Was tun wir, wenn eine lebensbedrohliche Komplikation eintritt? Wie weit sollen wir gehen? Das wäre für mich ein Anlass, ein solches Gespräch zu führen. Ja, ich stimme zunächst erstmal Herrn Birnbacher zu, dass eine solche Null-Lebensqualität, sagt er, weil sie gebunden ist an eine vollständig
fehlende Erlebensfähigkeit. Wer überhaupt nichts subjektiv erleben kann, erlebt keinerlei Qualität seines Lebens, weder eine positive noch eine negative. Und das sollte ein Ausschlusskriterium sein. Ich halte das für moralisch richtig, möchte aber auf etwas aufmerksam machen, das Herr Birnbacher selbst angetippt hat. Eigentlich grundsätzlich, sagt er, soll das Lebensqualitätskriterium keine Rolle spielen. Nur bei null Lebensqualität, das leuchtet ein. Aber hier beginnt eine slippery slope. Wir kennen apallische Patienten, sind die Patienten, die gegebenenfalls im irreversiblen Zustand der vollständigen Bewusstlosigkeit sind. Wir kennen heute Zwischenformen. Das weiß man und kann man über die sogenannten Neuroimaging, also die Hirnscan-Methoden, feststellen. Es gibt apallische Patienten mit einem minimalen Bewusstsein und das kann sich graduell verstärken. Und nun beginnt das, was ich Slippery Slope nenne. Warum soll denn jemand, der ein minimales Bewusstsein hat und vielleicht irgendwie Geräusche noch hören kann oder auf schwere Schmerzreize noch irgendwie subjektiv reagiert, der soll jemandem bei vollem Bewusstsein gegebenenfalls vorgezogen werden, wenn er erst 25 ist und eine Überlebensfrist vor sich hätte von weiteren 20 Jahren? Das gibt es ja bei solchen Patienten. Das ist schwierig zu beantworten. Und was ist dann, sozusagen so zugespitzt, wie Herr Tiedemann das gefragt hat, jetzt ein zugespitztes Problem zu formulieren, was ist mit jemandem, der geistig schwerstbehindert ist, also ein IQ von 50 hat? Der Reflex, der vollkommen richtige Reflex ist, zu sagen, das können wir nicht als Kriterium einführen. Denn da wird die Slippery Slope noch evidenter. Aber Sie können jetzt ein breites Spektrum von sozusagen Zwischenformen formulieren. Ich will also sagen, auch wenn wir das begrenzen auf die Null Erlebensfähigen, was ich für unbedingt richtig halte, tippen wir das Kriterium der Lebensqualität an. Und die minimal etwas erleben können, die sind ja moralisch auch nicht besonders plausibel als gleich zu behandelnde Patienten. Und wir sehen, wie schwierig diese Fragen sind. Und noch einmal in der Ex-Post-Entscheidungssituation würde ich alle diese Fragen nicht zulassen wollen, aus juristischen Gründen, weil es eben um einen Tötungsakt geht, der nicht als positiver Akt, als Tun gewertet werden muss. Auch das Unterlassen, wenn es dafür keine Rechtfertigung gibt, ist ein Tötungsakt im Sinn des Strafrechts, weil die Ärzte Garanten sind. Wir brauchen also eine Rechtfertigung und ich behaupte, sehe wie Sie, dass das eine Notstandslage ist, behaupte aber, die Kriterien des rechtlichen Notstands erlauben das nicht. Deswegen würde ich auch bei solchen Lebensqualitätskriterien in der Ex-Post-Triage-Situation sozusagen unbedingt zurückschrecken. Aber wir sehen eine Menge von extrem schwierigen Fragen, die noch der weiteren Diskussion bedürfen. Ja, leider könnten wir unbegrenzt diskutieren, haben aber nur begrenzt Zeit. Liebes Publikum, wir würden Sie gleich zu einer Befragung bitten. Aber zuvor möchte ich Sie dafür in eine Gedankensituationsszenario bitten, das Herrn Birnbacher und Herrn Merkel nur zu gut bekannt sein wird. Stellen Sie sich bitte für die gleich folgende eingeblendete Befragung folgende Situation vor. Sie werden morgen neu geboren, ohne jetzt zu wissen, wer Sie sein werden. Sie kennen weder Ihre persönlichen Eigenschaften wie Ihr Geschlecht, Ihre Intelligenz, Ihre Präferenzen. Sie kennen nichts. Sie haben aber jetzt die Möglichkeit, die Regelung für die Triage festzulegen. Und da werden Ihnen jetzt gleich vier Möglichkeiten eingeblendet und wir bitten Sie um Abstimmung. Also, Sie werden morgen als eine andere Person geboren. Sie wissen nicht, ob Sie jung oder alt, gesund oder krank, männlich, weiblich sein werden. Sie dürfen aber jetzt festlegen, welche Regeln für die Triage ab morgen gelten sollen. Bitte entscheiden Sie und Sie haben mehrfache Auswahl. Erstens,
Heilungschancen sollen darüber entscheiden, wer an ein Beatmungsgerät angeschlossen wird. Zweitens, Lebensalter sollte darüber entscheiden, wer an ein Beatmungsgerät angeschlossen wird. Drittens, Patienten mit schlechten Heilungschancen dürfen vom Beatmungsgerät getrennt werden. Viertens, Patientinnen, deren Versterben in wenigen Tagen zu erwarten ist, dürfen vom Beatmungsgerät getrennt werden. Während die Abstimmung erfasst wird, möchte ich zum Ende des Abends um Folgendes bitten. Gleich wird ein Ergebnis eingeblendet und vielleicht, weil Sie beim Eingangsstatement, die als Letzte gesprochen haben, würde ich Frau Schubert als Erste bitten, gleich zum Ergebnis Stellung zu nehmen, ob dies Ihren Erwartungen entspricht oder auch Ihren moralischen Intuitionen vielleicht konträr gegenübersteht. Ich sehe das Ergebnis mit 78% geht es hier die Heilungschancen. Mit nur 8% geht es um das Lebensalter. 23% sprechen dafür, dass Patienten mit schlechten Heilungschancen auch aktiv vom Beatmungsgerät getrennt werden dürfen. Und bei Patienten, bei denen das unmittelbare Versterben zu erwarten ist, 77%. Und ich füge hinzu, dass das einem Ergebnis einer Umfrage der Universität Leipzig, die vor kurzem war, fast 1:1 entspricht. Frau Schubert, Sie haben das Wort. Und es entspricht genau den Antworten, die ich auch gegeben hätte, absolut. Also sowohl mein Empfinden, was medizinisch sinnvoll, als auch was ethisch geboten ist, würde das vollkommen widerspiegeln. Herr Birnbacher vielleicht? Ja, die Ergebnisse scheinen mir auch sehr nachvollziehbar. Besonders wichtig ist mir, dass das Alter nicht als Kriterium gewählt wird. Wir haben ja häufig in den Beispielen von dem über 80-Jährigen und dem 20-Jährigen gesprochen. Das kann nur als Abkürzung gemeint sein für die entsprechenden Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung. Denn natürlich kann ein 20-Jähriger einen Gehirntumor haben, der absehbar in wenigen Tagen zum Tod führt. Und ein 80-Jähriger kann, und das wissen wir ja aus unserem Alltag, quicklebendig sein und auch die schwere Belastung durch eine Intensivbeatmung sehr gut überstehen. Also hier kommt es wirklich auf die individuelle Prognose an und nicht auf das Alter. Das wollte ich nur noch einmal betonen. Darf ich auch was sagen, Herr Tiedemann? Unbedingt. Die Ergebnisse scheinen ja eher die Position von Herrn Birnbacher zu bestätigen als meine in den Fragen, in denen wir einen Dissens hatten. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, dass die erste Frage, die nach den Heilungschancen, einen ganz offenen, doppelsinnigen Begriff verwendet, nämlich Heilung. Wenn es darum geht, kann der Patient überhaupt die Akutbehandlung überleben? Ja, unbedingt ist das ein vorrangiges Kriterium. Wenn die Ärzte sagen, nach menschlichem Ermessen wird der die Intensivbehandlung nicht überleben, dann entfällt die Indikation. Aber die Heilung, die klinische Erfolgsaussicht, von der eigentlich die Rede war, waren bei Herrn Birnbacher die Überlebensmöglichkeiten nach der Akutbehandlung. Und er hat vorgeschlagen 6 Monate, wenn das nur wären oder jedenfalls, wenn es nicht mehr wären, sollte das jemanden sozusagen in den Nachrang bringen. Die Schweizer Ärzteverbände waren ein wenig unerschrockener. Die haben gesagt, wer nach ärztlichem Ermessen die Akutbehandlung nicht um mehr als 2 Jahre überleben kann, der wird nachrangig behandelt. Und nun beginnen meine rechtlichen Einwände. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und darüber haben wir vorhin den Dissens markiert. Ich möchte nur die Gelegenheit benutzen, um zu sagen, es geht nicht um Lebensbewertung. Herr Birnbacher hat dabei völlig recht. Aber ebenfalls verboten ist die unterschiedliche Zubilligung von Rettungschancen. Die ist eben einfach ebenfalls verboten
Und das müsste man mit Herrn Birnbachers Argumenten rechtlich dann irgendwie ändern, anders regeln. Ich glaube, das geht nicht, aber das ist auch unter Juristen hoch umstritten. Die Zeit gebietet es, dass wir zum Ende kommen. Ich möchte dies aber nicht tun, ohne Ihnen dreien ganz herzlich zu danken. Eine Diskussion, die ich sehr gerne unbegrenzt noch sehr lange mit Ihnen führen würde. Ich habe Frau Irmer aber versprochen, die Zeit einzuhalten. Das würden wir genau jetzt tun. Daher zwei Dinge zum Schluss, bevor Frau Irmer vielleicht noch das Wort übernimmt. Ein herzliches Dank an Sie drei für diese ebenso erkenntnisreiche, wie ich finde, wichtige Diskussion. Und dann ein stellvertretender Wunsch für alle Betroffene dieser Pandemie, der Wunsch, dass sehr bald Pandemiezelte in Portugal überflüssig werden mögen. Ich danke Ihnen herzlich.